Okay, wir dürfen dann auch schon wieder. Dann benutzen wir nochmal die Fragefunktion. Okay, super. Wir sollen das Projekt finden, also den Projektordner. Sie finden Klaus im zweiten Stock. Er sollte den Ordner. Sieht aus wie Kippen. Naja. Und dieser Herr da drüben ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, neu für uns. Der war nämlich anscheinend nicht dabei, als wir Fergus Timeline gespielt haben. Kann man mit dem reden? Nein. Lassen Sie mich in Ruhe, ja? Ich kenne Sie nicht. Halt die Klappe, mit dir redet keiner. Ja, du mich auch. Eine gut sortierte Werkbank. Glaub kaum, dass unser Gitarrenspieler meckert, wenn ich sie mir ausleihe. Was zum... Das ist cool. Wir haben gerade eine Rüstungsverbesserung bekommen. Cool. Okay, ging das letztes Mal auch und wir haben es noch nicht gesehen? Ja, mach keinen Stress. Normalerweise sollten wir doch sowieso erst nachts hier reinkommen, also beschwer dich doch nicht, dass wir jetzt uns hier ein bisschen Zeit lassen. Dieser Tisch. Naja, war das hier richtig? Nein, das ist verschlossen. Das war der Weg zum Hangar, der witzigerweise noch verschlossen ist. Dann gehen wir mal nach oben zu. Aber ich habe den Hammer nicht gefunden. Hast du ihn gesehen? Max Hass! Hey, wegen vorhin, dass ich so auf Sie los bin. Mach der Gewohnheit. Keine Sorge, Johnny Cowboy, ist mir nicht zum ersten Mal passiert. Sie sollten sich besser die Tätowierungen entfernen lassen. Das werde ich, irgendwann. Ich war, wie man so schön sagt, auf dem Holzweg, als ich sie mir stechen ließ, ja. Und leider war ich damals unheimlich stolz auf mich. Aber ich werde noch stolzer sein, wenn ich sie los bin. Kein Regime mehr, keine Tätowierung. Solange sie mir im Kampf gegen das Regime nicht im Weg stehen, ist alles bestens. Caroline sucht einen Aktenordner, Projekt Flüsterturm. Max! Beruhige dich, Junge. Max hier spricht nicht viel, aber er weiß über Projekt Flüsterturm Bescheid. Eine riskante Operation und er weiß, dass es uns einiges kosten wird. Max mag keine Gewalt und er will nicht, dass jemand verletzt wird. Alles in Ordnung, mein Sohn. Wir werden für dich kämpfen. Caroline meinte, Sie hätten den Ordner. Haben Sie ihn hier? Das war vor 2 Tagen. Aber ich habe ihn zurückgebracht. Gehen Sie ins Erdgeschoss. Der Ordner müsste in der Schreibtischschublade in Ihrem Zimmer sein, wo ich ihn gelassen habe. Diese Organisation schockiert mich immer wieder. Der Ordner müsste in Ihrem Schreibtisch sein. Ja, dann gehen wir eben wieder runter. Ist ja nicht so, dass wir uns beeilen sollten. Also können wir doch hier noch 5-mal hin und her laufen. Ja, raus da. So, in ihrer Schreibtischschublade. Das ist deine Flasche. Hey, da ist er nicht. Hab schon nachgesehen. Ach ja, und eins noch. Bitte sprechen Sie nicht über Projekt Flüsterton, wenn Max in der Nähe ist. Er hat uns darüber sprechen hören. Und es regt ihn unheimlich auf. Gut, dass du uns das jetzt schon sagst. Und die Flasche in der Schublade macht mich nicht gerade glücklich. Spielzeug. Was macht das in Carolines Zimmer? Da müssen wir später noch hin. Zum Regime gehört. Ich bin nicht sicher, ob das in Ihnen steckt, aber vielleicht können Sie mich überzeugen. Okay, ja, wir müssen, glaube ich, doch sofort hier lang. Wir müssen das Spielzeug für Max, glaube ich, erstmal alles finden, damit wir von ihm irgendwie den Ordner kriegen. Irgendwie so habe ich es in Erinnerung. Bin mir aber wieder nicht ganz sicher, ist halt schon eine ganze Weile wieder her. Können wir diese Nein, können wir nicht. Wir können nicht mal eine Waffe auswählen hier drin. Meine Güte. Okay. Was habe ich denn da gesehen? Eine Vase. Goldene Urne. Her damit. Aber sonst ist hier jetzt nicht unbedingt viel. Na. Los, hoch. Hoch. Auf die Kiste. Auf die nächste Kiste. Juhu. So. Ein Kreuz. Ist mir gar nicht aufgefallen beim letzten Mal. Was haben wir denn hier noch Schönes? Nicht sehr viel Interessantes, wie mir scheint. Okay. Oh, es tut so gut, wieder zu Hause zu sein, Captain. Jetzt muss ich mich erstmal aufs Ohr hauen. Ja.
Wir sehen uns später, okay? War das jetzt Sarkasmus oder war es ernst gemeint, dass er sich freut, wieder hier zu sein? Da draußen laufen jede Menge vom Regime rum. Naja, penn du mal eine Runde. Dann gehen wir mal noch hier ganz oben, gucken mal, was wir hier noch so Schönes finden. Was haben wir denn da? Sprühdose, die wir aber nicht mitnehmen können. Ach ja, genau. Das ist wichtig. Tja, die Spülung geht jedenfalls noch. Ist doch gut. So, Tür auf. Irgendwo war hier da, war eine Kiste mit Messern. Limit erreicht. Lustige Roboterhundteile, die wir eh nicht... Was? Brechstange? Hey, wir haben eine Brechstange. Toll. Und unwissend wie ich war, muss ich sagen, das habe ich nicht erkannt erst, weil ich dieses Spiel leider nicht gespielt habe. Allerdings, ja, das ist Wolfenstein und warum nicht? Wenn wir schon mal hier oben sind, benutzen wir doch mal den Albtraum und versuchen uns eine Runde. Träume, seltsame Träume. Das Töten hört nicht auf, bis ich sterbe. Oh Mann. Ich erinnere mich zwar an Spiele dieser Ära, ich habe da auch gespielt, aber das spezielle Spiel leider nicht. Und trotzdem hat es was, auf jeden Fall. Wo ist es denn? Irgendwo müssten doch hier noch ein paar sowohl Gegner als auch Items rumfliegen. Aua. Hätten wir nicht wenigstens unsere ganzen Waffen mitnehmen können? Irgendwer hat auf uns geschossen, ich hab's gehört. Hör auf nachzuladen, wenn ich auf dem Ziel, Mann. Meine Güte. Puh. Nachladen, bloß nicht vergessen. Das könnte ja ein ziemliches Problem werden, wenn wir vergessen nachzuladen. Aber immerhin können wir sprinten, ist schon mal gut. Und ich bin sehr gespannt, wie weit wir hier kommen, in dieser wunderschönen, designten Welt. Autsch. Aua, da ist ja noch einer. Mein Gott, wie wenig Schuss ich hier doch verbrauche. Meine Güte, wir haben schon wieder keine Muni. Perfekt. Muss mal nachladen. Irgendwie kann ich nämlich nicht glauben, dass hier nicht noch irgendwer rumsteht. Huh. Anscheinend doch. Und wie ich aus dem Let's Play eines gewissen Let's Players gesehen habe, kann man hier irgendwo auch durch diese tollen Wände durch. Hat hier so Geheimtüren. Und ja, mal schauen, ob wir sie finden. Denn wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, ich habe keine Ahnung. So, und wir haben wieder 8 Schuss nur noch, oh Gott. Da gehen wir gleich gerne weiter. Erstmal gucke ich, ob ich hier noch irgendwo durch ein Bild durchkomme. Leider nicht. Schade. Was ist das? Ein Einschussloch. In der grauen Textur. Hier auch nicht. Auch nicht. Da war eins. Muni? Ja, genau. Sag ich doch. Nachladen. Und da haben wir sie. Munition, Munition und ein Gewehr und ein Healthpack, was wir noch nicht brauchen. Heben wir es uns erstmal noch auf. Vielleicht brauchen wir es ja gleich nochmal. Mit ziemlicher Sicherheit brauchen wir das gleich nochmal. Okay, wir haben es soweit. Ich laufe jetzt einfach mal alle Bilder ab. Ich habe auch keine Ahnung, in welche Richtung ich hier laufen muss. Ich kenne mich hier, wie gesagt, kein bisschen aus. Ich laufe einfach gerade so drauf los und genieße so ein bisschen das Retro-Spiel. Das hat nämlich doch irgendwie sehr was. Die Grafik ist nicht die beste, klar. Ist ja auch schon eine Weile alt. Dieser wunderschönen, naja, 3D-Möchtegern-Textur, wenn ich mal so sagen.
Wie man, glaube ich, gesehen hat, wenn ich hier um sie rumlaufe. Ich habe Schritte gehört. Waren das unsere eigenen? Keine Ahnung. Machen wir mal die Tür erstmal auf. Da lag noch was. Ich habe es gesehen. Aua! So, was haben wir denn hier noch? Muni, Muni. Noch ein Helm. Rüstung können wir immer gebrauchen. Health Pack können wir jetzt auch mal mitnehmen. Medischock, noch eins. Her damit. Ach, da lag es noch. Da lag noch Muni. So, laufen wir mal in die Richtung. Vielleicht finden wir ja was. Aua. So. Weiter geht's. Nächste Tür. Aua, mein Gott nochmal. Nein, die Vase. Aua, Alter. Wir sollten mal die Waffe wechseln. Das ist eine Lampe, das ist keiner von denen, das ist gut. Aua, aua, aua. Okay, wir holen uns definitiv noch... Ah, wir haben keine Health Packs mehr hier in der Nähe. Verdammt. Wir brauchen dringend Medipacks. Und Rüstung. Beides in größeren Mengen. Wir können die Waffe, glaube ich, wieder wechseln. Nehmen wir mal beide. Dual haben wir vielleicht ein bisschen mehr, ein paar mehr Schuss, auch wenn wir nicht zielen. Aber ich ziele sowieso eher weniger. Ich schieße sowieso hier die meiste Zeit aus der Hüfte, habe ich gemerkt. Also macht das, glaube ich, keinen so großen Unterschied, dass wir jetzt nicht mehr aimen können. Na los, lauf. Nicht an den schönen Texturen hängen bleiben. Da können wir rein. Yay, Rüstung und Muni, sehr geil. Erstmal alles mitnehmen. So, sehr schön. Das war's dann für den Raum, glaube ich, auch erstmal. Und Tür auf. Alter, wie viel Rüstung die einem sofort runterschießen, ist ja schrecklich. Okay. Das war's doch mit Sicherheit noch nicht. Doch, das war's erstmal, Tatsache. Kann man die Vasen eigentlich zerschießen? Nee. Da nehmen wir mal die Tür zuerst. Aua. Hat super funktioniert. Gut, dass wir nicht fast tot sind. Wir haben keine Rüstung mehr, noch 20 HP. Also wenn uns irgendwas anschießt, sind wir tot. Und so wirklich große Lust zu sterben habe ich eigentlich gerade nicht. Ich habe so die Hoffnung, dass hinter dem Porträt da wieder eine Geheimtür ist. Aber sollte das nicht so sein, haben wir ein Problem. Bitte mach die Tür auf. Da ist kein. Verdammt. Okay, dann wechseln wir nochmal eben schnell aufs MG. Ich rede mir jetzt einfach mal ein, dass wir damit bessere Chancen haben. Oh Gott. Kommt nur. Aua. Gut, dass wir Muni kriegen. Die brauchen wir aber gerade gar nicht. Nicht so dringend. Wir brauchen dringend ein Medikit. Und diese Tür werde ich mit Sicherheit nicht öffnen jetzt. Das ist keine gute Idee. Da kommt doch garantiert nichts Gutes raus, wenn das so eine dicke Stahltür ist. Gehen wir mal in die andere Richtung. Mal gucken, was uns da erwartet. Nichts vorerst. Oh, ein Medishot. Danke. Okay, was haben wir noch? Ich erwarte hier gerade jeden Moment, dass irgendwo was aus den Ecken gelaufen kommt. In etwa so.
Aua. Aua. Ey, Mann, wir brauchen dringend Hells. Irgendwo muss doch welche sein. Medishot. Oh. Zwei Stück sogar. Nee, das ist Muni. Scheiße. Das ist ein Medishot. Her damit. Puh. Die Tür war gerade offen. Ich hab's gesehen. Oh, danke, Medi. Endlich. Meine Güte. Endlich wieder 100%. Jetzt brauchen wir nur noch dringend Rüstung. Mal eben die anderen Waffen nehmen. Nachladen. Sind beide nachgeladen. Muni können wir nicht mehr tragen. Gut. Dann rennen. Ich habe irgendwie zwar nicht das Gefühl, durch Sprinten schneller zu werden, oder? Naja, geringfügig, aber nicht wirklich viel. Da ändert sich höchstens die Animation. Und bevor wir da gleich reingehen, gucken wir uns da vorne nochmal die anderen Räume an. Weil da waren ja noch mehr Türen. Hier ist auch noch eine. Ah, okay, da ging es zu den beiden. So, rennen, 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 rennen. Ich glaube fast, ja, hier brauchen wir gar nicht viel weiterlaufen. Wir haben so ziemlich alles hier geöffnet. Was es an Türen noch gibt. Hier ist auch nichts. Dann gehen wir wieder zurück. Ich hoffe, ich verlaufe mich jetzt hier nicht auf dem Weg. Weil irgendwie sieht hier nun mal alles relativ gleich aus. Da ist nichts mehr. Oh, da waren noch die komischen Gefängniszellen. Da waren wir doch auch noch nicht überall drin. Gehen wir doch da noch mal kurz gucken, ob wir da noch was finden. Da waren wir auch noch nicht. Da ist auch noch eine Tür zu. Verschwenden wir doch mal unsere gerade gefundene HP direkt wieder. Aua. An irgendwelchen komischen Waffen. Aua. Mein Gott, machen die einen Schaden. Das ist doch echt nicht normal. Oh, die stehen doch hier garantiert gleich in irgendeinem von den Dingern drin. Hundefutter, her damit. Bringt nicht viel, aber bringt was. Da können wir nicht durch. Da ist auch nichts mehr. Hundefutter fressen, um auf volle HP zu kommen. Das ist doch was. Und weiter zum nächsten. Meine Güte. Alter, 50% HP weg. Ich glaub's nicht, ey. Medishot, her damit. Medishot. Noch einer. Her damit. Immer gut. Ein Brunnen. In einem... Naja, egal. Was ist das? Soll das eine Pfütze sein? Medi, her damit. Okay, dann haben wir jetzt hier auch erstmal alles wieder ausgeräumt, glaube ich. Wo mussten wir denn jetzt hin? War die Richtung hier gut? Ich glaube, nee, wir rennen, glaube ich, genau in die verkehrte Richtung. Kann das sein? Oder? 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 Ja, so ein bisschen. Da und jetzt links, glaube ich. Vorne jetzt links und dann müssten wir vor der... Ja, ich habe mich verlaufen. Na super. Irgendwo werden wir den Weg schon wieder finden. Was hier am Ende? Links? Nein. Da ist auch alles tot, super. Dann war es hier links. Ja, da ist es doch. Einfach aus Prinzip eben die Waffe wechseln. Oh Gott, was erwartet uns? So vieles hat sich verändert. Ich war zu lange weg. Sie hatten die Bombe zuerst. Keiner weiß, wie es dazu kommen konnte. Sie haben alle unterworfen. Sie haben unsere Freiheit geraubt.
dessen, was über Jahrhunderte entstanden ist. Sie haben die Welt mit ihrer Macht terrorisiert. Millionen versklavt. Aufstände. Rebellion. Widerstand. Zerquetscht unter ihrem eisernen Stiefel. Sie schreiben die Geschichte neu. Prahlen mit ihrer Macht. Sie glauben, der Krieg ist vorbei. Aber das ist ein tödlicher Fehler.